Hallo meine liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. In diesem Video werde ich zwei Themen behandeln, Mars in Widder, Thema 1, und Thema 2, Uranus in Stier. Uranus wird bald, also in zwei Tagen, rückläufig sein, am 16. August, und er bleibt in Stier rückläufig bis zum 13. Januar 2021. Und in diesem Video möchte ich eine kleine Zusammenfassung von einem vorherigen Video machen. Die Marsbombe, das habe ich am 14. Juli 2020 veröffentlicht. Und dort, bei diesem Video, die Marsbombe, habe ich euch einige Vorhersagen verkündigt. Unter anderem habe ich euch gesagt, dass ein Vulkan, ein großes Vulkanausbruch geschehen könnte. Und ich habe euch eine Zeitangabe verkündigt von 6 Monaten, knapp 6 Monaten, solange Mars in Widder ist, haben wir mit Spannungsaspekten zu tun, welche viel Druck verursachen, denn wir haben Mars, ist eine feuerliche Energie, die im Konflikt mit den Energien des Steinböckes, Jupiter in Steinbock, Pluto in Steinbock und Saturn in Steinbock sind. Also damit haben wir eine spannungsreiche Konstellation, die explosiv sein kann und auch immer noch wird. Und wir hatten, als die Explosion in Libanon stattgefunden hat, wir hatten Mars im exakten Quadratur zu Jupiter in Steinbock gehabt. Die Quadratur war exakt, also von 0 Grad, genau als dieses Ereignis, dieser Explosion geschehen ist. Und Mars wird bis Januar in Widder sein, das heißt, er hat genügend Zeit, einiges noch anzurichten. Und wir hatten jetzt auf Sumatra einen Vulkanausbruch. Wir werden sehen, was der Mars uns noch bringen wird als Ereignis. Aber wie gesagt, das ist eine sehr spannungsreiche Konstellation, die viel Druck ausübt. Dieser Druck muss irgendwie rauskommen. Die Frage ist natürlich, wie, wo und wann. Sehr verständlich. Wann wird es geschehen? Aber wir haben, wie gesagt, bis Januar immer noch Zeit. Es ist eine besondere Konstellation, denn Widder ist ein Kardinalzeichen, Steinbock ist ein Kardinalzeichen, Kardinal gegen Kardinal. Also hier gibt es so eine Art, wie man auf Englisch sagt, ein Clash. Und da gibt es die Gelegenheit, bestimmte Ereignisse zu haben, die tragisch sein können. Und das, was ich euch sage, ist eine allgemeine Aussage. Ja? Aber wie gesagt, wir sehen das in der Welt, die Weltgeschehnisse, die ja im Einklang mit der Astrologie sein müssen. Und das ist, was wir bis jetzt haben. Ihr könnt sich das Video Die Marsbombe vom 14. Juli noch einmal anschauen, denn da habe ich noch ein paar Sachen erwähnt, die geschehen werden oder geschehen können. So, und je nachdem, wo Widder und Mars
im individuellen Horoskop sind, kann ich euch ganz konkret auf der individuellen Ebene sagen, wo die meisten Spannungen zurzeit vorhanden sind, in welchem Lebensbereich, ja, und ich kann euch sagen, was zu tun ist, was ist die beste Entscheidung, wie soll man sich weiterentwickeln, was ist zu erwarten. Okay, wir haben in diesem Jahr eine schwierige Tendenz, astrologisch gesehen. Nächstes Jahr haben wir etwas ganz Interessantes übrigens. Aber in diesem Jahr bleibt im Großen und Ganzen bleiben die Tendenzen so, wie sie am Anfang des Jahres, vor allem ab Februar, zustande gekommen sind. Und ja, das zweite Thema, was ich behandeln möchte, ist das Thema Uranus. Wir haben dann, wie gesagt, Uranus jetzt am 6. August rückläufig in Stier. Stier ist das Zeichen der Stabilität. Uranus ist das Zeichen der Innovation. Stabilität im Sinne von Situationen, Verhältnissen, die schon vorhanden sind, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Jetzt kommt Uranus, die Innovation, der Abbruch. Und jetzt muss man nicht unbedingt sich vom Alten verabschieden. Vielleicht sollte man das Alte erneuern, modernisieren, ergänzen, sodass man sich freier entfalten kann, unabhängiger. Ja, also hier kommt das Thema Freiheit zur Frage und man sollte auch offen sein für Neues, für Änderungen und Wendungen. Es kommen Überraschungen auf dem Weg, das trifft uns alle zu, aber wie gesagt, man muss das individuelle Horoskop immer in Betracht ziehen, damit man genau weiß, wie sich das äußert, ja. Und Stier ist ein Zeichen, welches nichts abgeben will. Er will immer haben und das Status quo behalten, einbehalten. Aber Uranus führt den Menschen dazu, eine Erneuerung bzw. auch eine Änderung zu begrüßen und vielleicht die Dinge sein zu lassen, denn dann wird man überrascht. Es gibt natürlich positive und negative Überraschungen, aber um eine positive Überraschung zu bekommen, muss man bereit sein, sich vom Alten zu lösen, wenn es notwendig ist, oder gegebenenfalls sollte man Alternativen suchen zu dem, was man hat. Man darf auch nicht vergessen, dass Stier das Zeichen der Talente und der Ressourcen ist. Vielleicht hat man irgendwo ein Talent, eine Fähigkeit, die man vernachlässigt hat. Jetzt mit Uranus hat man die Gelegenheit, daraus etwas zu machen, vor allem ab nächstem Jahr, denn nächstes Jahr haben wir diese Uranus-Energie sehr ausgeprägt. Und man kann sich aber in diesem Jahr schon Gedanken machen, wie kann ich mein Leben interessanter gestalten, sodass ich mich freier bewegen kann, sodass ich vielleicht eine neue Alternativquelle mir verschaffen kann, Stier, Geld, Ressourcen, Talente. Uranus, Innovation, etwas Neues. Änderungen, die man akzeptieren sollte, ja, und vielleicht hat man dann die Gelegenheit, neue Wege zu gehen, ja, also das ist eine erfrischende Energie, dass wir haben mit Uranus rückläufig in Stier. Liebe Astro-Rebellen, ich wünsche euch alles Gute, ich bin gespannt, was Mars uns noch bringt. Wir werden es sehen, wie diese Bombe
oder die Bombe, die noch kommen, weiter explodieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.